bin übrigens nicht nackt, ich habe was an. Hallo Leute, heute gibt es mal ein Video aus einer etwas anderen Location. Und zwar sitze ich gerade bei uns auf dem Balkon und die Sonne scheint und es ist ziemlich hell und heiß. Ich gucke total gerne diese Top 5 unter 5 Euro Videos und deswegen dachte ich mir, mache ich das heute auch mal. Ich habe euch 5 Produkte rausgesucht, die ich persönlich sehr liebe. Und vielleicht entdeckt ihr das ein oder andere Produkt ja auch für euch. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange drum herum und fangen direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Okay, beginnen wir mit einem Produkt, was ich euch, glaube ich, schon öfters gezeigt habe, aber ich liebe es einfach so sehr. Und zwar ist das die Nivea Soft Creme. Das ist eine intensive Feuchtigkeitscreme. Die zieht einfach so super schnell ein und ist total erfrischend, weil sie ist sehr flüssig, würde ich sagen. Also ist nicht so eine feste Creme. Also für trockene Haut weiß ich nicht, ob das sowas ist, weil ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie so mega reichhaltig ist. Aber für meine Haut reicht es auf jeden Fall. Ich habe eigentlich eine Mischhaut. Manchmal habe ich ein paar trockene Stellen und manchmal ein paar fettige Stellen. Also eben eine Mischhaut. Dafür ist sie sehr gut geeignet und sie kostet, glaube ich, auch nur 2,50 Euro oder sowas. Und ja, ich liebe sie einfach. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der einzige Nachteil an dieser Creme ist, wenn man Sonnenbrand im Gesicht hat und sich die dann aufs Gesicht aufträgt. Das ist das schlimmste Gefühl, was ihr jemals gespürt habt. Nein, aber es brennt wie Sau. Also es brennt richtig krass, weil ich glaube, da ist auch Alkohol drin. Ja, da ist Alkohol drin. Bei dem nächsten Produkt bin ich mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Und zwar ist es dieses Rivalde Loop Natural Lift Make-up. Und es ist super für helle Haut, weil es ist eine sehr helle Nuance, also die hellste Nuance davon. Und ja, deswegen mag ich es eben so gerne, weil für mich ist es ein bisschen schwierig, ein gutes Make-up zu finden, weil die meisten mir eben zu dunkel sind, beziehungsweise zu orangestichig. Und bei diesem ist es so, dass es eben eher so in diese rosane Richtung geht als olivstichig. Und ja, deswegen passt es mir sehr gut. Also falls ihr auch so helle, rosane Haut habt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist auch sehr oft bei Rossmann im Angebot. Da kostet das dann, glaube ich, nur, es ist jetzt gerade, glaube ich, im Angebot. Ich meine, ich habe es im Blättchen gesehen, kostet das dann nur 2-3 Euro. Und dafür ist es wirklich super. Ein super Preis. Ich habe mal wieder den Kappe verloren, aber ansonsten finde ich es echt gut. Das nächste Produkt hat auch mit Thema Gesichtspflege zu tun. Und zwar ist es dieses Peeling hier von AU. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber ich glaube schon. Ich will immer AUK sagen, wegen der Krankenkasse, aber es heißt, glaube ich, AUK. Und zwar ist das das Sesam-Peeling mit weißem Tee und ich mag es wirklich super, super gerne. Ja, da ist eben so Sand drin. Also es fühlt sich auch wirklich so an wie so ganz, ganz feiner Sand und dann eben in so Pastenform, würde ich sagen. Und dann massiert man sich das eben so einfach über die Hautstellen. Ich mache es mal vor allem immer hier in dieser Region, weil ich hier immer ziemlich viele Hautschüppchen habe. Hier an der Stirn mache ich es eher weniger, aber wenn ich zu viel genommen habe zum Beispiel, dann mache ich es einfach über das ganze Gesicht. Ich mag es wirklich sehr gerne. Ich glaube, Malte hat es jetzt die Tage auch benutzt, dabei hat sich es einfach aufs Gesicht gemacht und dann wieder abgewaschen. Hat nicht irgendwie gerubbelt oder so, weil er es nicht verstanden hat, wie das funktioniert. Aber das werde ich ihm schon noch erklären. Und ich glaube, das kostet auch nur so 3,95 €. Ich schreibe euch die Preise einfach immer hier unten oder in die Infobox. Da könnt ihr dann vorbeischauen. Auf jeden Fall pflegt dieses Peeling sehr, sehr gut. Die Haut fühlt sich danach gut an. Natürlich muss man sie danach noch eincremen. Aber wenn ich danach eben meine Nivea-Creme benutze, dann geht es meiner Haut gut. Und wenn die dann auch noch eingezogen ist, dann ist alles perfekt. Jetzt zeige ich euch etwas, was ich auch wirklich jeden Tag benutze. Und zwar ist das dieser Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen. Den trägt man eben hier auf der Wasserlinie auf. Und viele waren ja immer auf der Suche. Hallo Malte. Viele tragen sich ja immer so weißen Kajal auf die Wasserlinie auf, aber irgendwie finde ich, sieht das viel zu unnatürlich aus. Und dieser hier ist eben hautfarbend und das sieht dann einfach total natürlich aus und das Auge sieht einfach wacher aus und der ganze komplette Look sieht sehr natürlich geschminkt aus. Vor allem jetzt im Sommer trage ich sehr gerne so natürliche Looks, also einfach Wimperntusche und das hier auf die Wasserlinie und dann ist mein Look perfekt. Und der kostet auch nur 3 Euro, glaube ich. Müsste ich von diesen Sachen, die ich euch heute zeige, eins aussuchen, dann würde ich das hier nehmen, weil das, finde ich, sollte jeder in seiner Schminksammlung haben. Das ist wirklich ein super Produkt. Und als letztes habe ich einen Blush für euch, das ich euch gerne zeigen möchte. Und das ist von Essence. Normalerweise trage ich nicht so viele Blushes von Essence. Ich glaube, ich habe kein einziges. Aber das ist ein etwas anderes Blush. Also nicht eines von diesen Silky Touch Blushes, sondern es ist dieses hier. Das heißt Blush Up Powder Blush. Und das ist eben mit so einem super schönen Farbverlauf. Also es geht eben, ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt erkennen könnt, von ja, Pink zu ganz hellrosa. Und das gefällt mir eben so gut. Ich gehe da einfach immer mit meinem Pinsel rein und swirl da drin ein bisschen herum. Und dann mache ich mir das auf die Wangen drauf. Und dann sieht das Ganze sehr schön aus. Ich sehe jetzt gerade, es glitzert auch ein bisschen, aber ich finde nicht, dass man es sonderlich sieht. Also mir ist es jetzt noch nicht aufgefallen, weil ich mag das ja eigentlich nicht, wenn es glitzert. Das ist eben auch super günstig und deswegen gefällt es mir auch so gut. Die Haltbarkeit ist so, ja, normal halt. Also ich hatte noch kein Blush, was so wirklich den ganzen Tag hält, außer vielleicht das Rocateur vom Benefit. Aber es kostet dann auch mal eben 30 Euro. Deswegen sind wir da raus.
Okay, und das war's schon mit meinen Top 5 unter 5 Euro. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsprodukt unter 5 Euro ist, weil das würde mich sehr interessieren. Die anderen bestimmt auch, weil dann kann man mal eben in die Drogerie jumpen und ein bisschen Geld sparen. Das finde ich immer sehr gut. Ich bin nämlich eine heimliche Schnäppchenjägerin, wahrscheinlich noch nicht mal heimlich, eigentlich weiß das jeder in meinem Umfeld. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und irgendwie interessant für euch war. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!